Kraftwerke Blankenburg nehmen Ökostrom RE sehr ernst. Symbolische Baumpflanzung für den Klimaschutz. Die Blankenburger Stadtwerke sind wieder einmal direkt vor Ort. Treffpunkt ist heute die Ortslage von Derenburg in der Nähe des Friedhofs. Hier wurde bereits im November des vergangenen Jahres einer von 10 neuen Bäumen gepflanzt. Also wir hatten sehr viel schadhafte Bäume, die durch den TEB entfernt worden sind. Und auch die Natur macht um Derenburg keinen Halt. Trockenschaden war ganz explizit bei den Bäumen. Sie wurden auch schon mittlerweile zur Gefahr. Man sieht es ja hier wunderbar an dem Stuken. Dieser Baum hatte einen super großen Baumpilz und wurde in der Krone ganz schütt, sodass bei jedem Wind auch hier die Äste runterbrachen. Und dadurch wurde er nun entnommen und gegenüber auch ein neuer gepflanzt. Was heute nur ein symbolischer Akt ist, wurde bereits vor 4 Monaten vollzogen. Die neuen Bäume ersetzen die entnommenen und gestalten so die Grünflächen wieder attraktiv. Wir haben hier mehrere Sommerlinden jetzt pflanzen können und mehrere Kugelahorn. Und das ist sowohl jetzt hier im Zentrum von Derenburg passiert, als auch in den Randbereichen. Und ja, jetzt liegt es an uns, dass wir entsprechend mit der Anwuchspflege hier regelmäßig dann auch unterwegs sind. Und ich denke mal, wir sind guter Dinge, dass sich die Bäume dann wirklich gut entwickeln können und zu großen stattlichen Bäumen werden können. Die 10 in Derenburg als Ersatz gepflanzten Bäume, die bereits ein Alter von 6 Jahren haben, wurden von den Blankenburger Stadtwerken finanziert. Denn regionaler Klimaschutz ist für das Unternehmen nicht nur ein Slogan, sondern dahinter stehen Aktivitäten. Also für die Stadtwerke ist es schon seit Jahren Thema, dass wir ausschließlich Ökostrom RE an die Kunden verkaufen und den Kunden auch ausschließlich nur noch anbieten. Und RE steht halt für regionalen Engagement. Und dieses regionale Engagement, das betreiben wir halt zum Beispiel durch ökologisches Trassenmanagement, aber auch wirklich durch regionales Engagement, sprich, dass wir vor Ort natürlich einzelne ökologische Projekte unterstützen und begleiten. Und so ist natürlich hier das mit dem Baumpflanzen natürlich ein Thema für uns gewesen. Fanden wir sehr interessant. Hat auch was mit Nachhaltigkeit am Ende zu tun und soll ja auch langfristig wirken. Entsprechend ist es ein tolles Projekt und ein tolles Thema gewesen, dass wir selbstverständlich das dann auch unterstützt haben. Sie haben nicht ganz junge Bäume genommen? Das liegt einfach daran, dass die Witterung in den letzten Jahren gezeigt hat, dass ganz junge Bäume es extrem schwierig hätten, hier wirklich groß zu werden. Und insofern war es notwendig, dass wir mit einer Baumschule mit ein paar Jahre alten Baum hier anfangen, damit der Baum es einfacher hat, hier Fuß zu fassen oder Wurzeln schlagen zu können. Im wahrsten Sinne des Wortes und entsprechend dann auch hier groß werden kann und nicht bei der nächsten Dürre dann nachher alle 10 Bäume dann dahin raffen. Nun hoffen alle, dass die neu gepflanzten Laubbäume sich gut entwickeln und würdige Nachfolger der entnommenen, schadhaften Gehölze werden.